Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cat Venture zusammen mit der Floke. Hallo! Und heute werden wir Dinge tun. Wir sind nämlich viel größer geworden, seit wir dem Drogensüchtigen da unten unsere Schüssel geben sollten. Dankeschön übrigens nochmal an die ganzen Menschen, die lieber Merch kaufen als Drogen konsumieren. Dankeschön. Und, liebe Menschen, Tiere und Doktoren, wir machen weiter viel Spaß im Roleplay. Jetzt haben wir das alles gemacht. Ja, aber ich will nicht weggehen. Warum nicht? Sonst müssen wir über das Nass laufen. Müssen wir doch nicht. Wir können doch auch Na klar. Na, du lügst. Du willst mich baden, ich weiß es. Auf gar keinen Fall. Ich schleich mich jetzt. Uah, Gott, der Pilz springt mich an. Das hat gut funktioniert. Das hat sehr gut funktioniert. Aber ich will nicht gebadet werden. Ich will auf Häuser klettern und Dinge tun. Hallo, kommst du bitte da runter? Nein, ich bleibe jetzt... Ah! Ah! Was ist das? Sag mal! Was machst du? Schleichst du dich immer so an? Ja, ich teleportiere mich. Ach, du bist einer von den Magiern. Hallo. Was ist denn da oben los? Da ist so ein Typ, der hat so ein Ding, das du willst. Wie, was? Was ich will? Wer ist denn da noch da? Das, was du in der Hand hast. Wer läuft da unten rum? Ich höre das. Das ist Walter. Alter? Ja. Und wer bist du? Ich bin Katze. Das sehe ich. Aber wer bist du? Ich bin Katze. Hallo. Walter, ist das dein Name? Was? Nein. Heißt er Katze? Er heißt Katze. Ja, ganz normal. Katze. Bin gut, dass ich jetzt auf Walter. Alles klar, Walter. Oh, da ist ein Böser. Okay. Was machst du denn hier? Ich hab mich zur Ruhe gelegt da oben. Hab geschlafen, bin jetzt aufgewacht, guck aus dem Fenster und plötzlich steht da so ein Pelzvieh vor mir. Also mit Faulpelzen können wir nichts anfangen, komm. Das ist alte, gute alte Freundin hier. Oder Freund, ich. Aber die ist, der ist doch drogensüchtig. Warum schläfst du in dem Haus von einem Drogensüchtigen? Nein. Der macht doch nur gerne Pilzsuppe. Ja. Gut, dass die Pilze vielleicht irgendwelche Nebeneffekte haben. Aber wir müssen weiter. Aber wo wollt ihr denn überhaupt hin hier? Der Wald ist gefährlich. Ihr habt doch niemanden, der euch aufpasst. Na, wir können ziemlich gut auf uns selber aufpassen. Ach. Zum Beispiel kann ich auf Bäume klettern. Hat nicht geklappt. Oh, das hat nicht geklappt. Ja, das funktioniert super. Jetzt traue ich mich nicht mehr runter. Das macht sie öfter. Wo ist sie? Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht, die verschwindet dann einfach. Ja! Bist du denn des Wahnsinns? Bist du nicht ein Krieger? Sollten Krieger nicht vor nichts Angst haben? Hm? Ich habe auch nichts vor nichts Angst, aber ich habe Angst vor Dingen, die ich nicht sehe. Ich habe Angst vor der Höhe und vor Wasser. Ja, dann komm da runter, spring am besten ins Wasser, dann hast du genau beides besiegt. Bist du schon lange mit dem das unterwegs? Das ist eine doofe Idee. Ja, bin nie umgeklappt. Er war zu faul, alleine in eine Höhle zu gehen. Da bin ich mitgegangen und seitdem. Ja. Und nochmal zum Namen zurückgekommen. Ich habe irgendwie das dringende Gefühl, dein Name ist nicht Walter. Nein, mein Name ist auch nicht Walter. Mein Name ist Ivy. Ivy. Ja, immerhin. Ich wollte schon immer mal jemanden benennen. Das hat doch geklappt. Der Name passt doch. Komm jetzt runter. Dann benenn mich mal. Was glaubst du, heißt ich denn? Hier steht wieder was Neues im Buch. Du siehst aus wie ein Felix. Ja, könnte weiter von der Realität nicht entfernt sein. Mein Name ist Kunibert. Kunibert. Von Weißlingen. Von Weißlingen? Ja. Gibt's auch einen von Schwarzlingen? Wollte ich gerade fragen. Das kann durchaus sein. Ich wüsste aber nicht wo. Vielleicht finden wir den im Dunkeln. Ja. Hoffentlich finden wir den noch. Okay. Dann hätte ich einen Weggefährten. Ich bin auf der Suche nach Weggefährten, die mich auf meine legendären da ist eine Waffe durch die Lande. Was? Kannst du aufhören, mich so zu brechen, meinen epischen Monologen? Aber das ist eine Waffe im Wasser. Die gehört dich. Aber die kann nicht. Die kann nur ich aufnehmen, aber die ist im Wasser. Hast du die gerade aufgehoben? Ich habe die gerade aufgehoben. Diebstahl. Warum sollte ich die nicht aufheben können? Weiß nicht. Welche? Ja, das ist. Also, Ich sehe schon, es ist ein sehr schwieriger Fall. Ja. Ich bin Katze. Hallo Katze. Wir sollten irgendwo hingehen. Komm, wir gucken in unser schlaues Buch, wo wir hingehen. Du kannst ja erstmal ihr habt auch so ein schönes Buch gefunden. Bert von Schwarz,
was war das nochmal? Kunibert von Weiß? Oh, Entschuldigung. Kunibert Weiß. Von Kunibert von Weißling, mein Name. Ich nenne dich Kuni. Einfach Kuni, das ist für... Was? Ja, du hast Ling am Ende. Aber hallo, wie sieht's aus? Ja, ich folge dir. Ich versuche... Oh Gott, hör doch auf damit! Ich glaube, damit könnten wir noch eine Menge Spaß haben. Ich glaube auch. Manchmal macht die sich einfach unsichtbar, damit man nicht weiß, wo man hinlaufen muss. Das macht sie bitte nicht in meiner Gegenwart. Du hast viele Regeln für jemanden, der so einen Namen hat. Das heißt, wenn er so einen Namen hat. Ich habe übrigens auch nicht einen Namen und bin ich einfach nach einem Ding benannt. Was nach einem Ding? Was für ein Ding ist denn bitte schön an Ivy? So, hast du mal in dein schlaues Buch geguckt? Ach so, ich dachte, du guckst ins schlaue Buch. Nee, das ist doch deine Aufgabe. Warum laufen wir dann die ganze Zeit? Okay, kannst du überhaupt lesen? Natürlich kann ich lesen. Allerdings ist etwas. Was steht da? Speak to Captain wir gehen dahin. Okay. Wohin? Wir gehen dahin, wohin? Benutzen. Da lang. Da lang geht's in die falsche Richtung. Nein, die richtige. Wir sind richtig unterwegs. Oh, ich bin so gut, ey. Und da müssen wir hier also lang. Also meistens sind wir angekommen Richtung. Bis jetzt. Nur zu das da ist lang. Gut, ja. Ich war schon besorgt. So lang, genau. Kenn ich mich auch nicht so gut laufen. Aus. Bin gerade erst vor ein paar Wochen hier mit am Schiff angekommen. Ja. Das wäre auch was für Katzen, hm? Mit dem Schiff fahren? Über Wasser? Ja, ich mag Schiffe. Da kann ich gute Geschichten erzählen da von der See. Da gibt viele Fische und Flugfische. Und Seeschlangen, die man zu bezwingen weiß. Was sind Seeschlangen? Ja, das sind so schlangenähnliche Wesen, die im Wasser leben, die ganze Schiffe verspeisen. Ah! Ich glaube, es ist unsichtbar gewesen worden, Tuppentum. Ich höre sie lachen, das ist noch viel schlimmer. Was, was, ich glaube, wir müssen da hin. Ja, da, da. Da vorne ist er irgendwo. Oh, wieso laufen wir denn dann erst in die andere Richtung? Oh, ich glaube, wir sind einfach in die andere Richtung gelaufen. Wir sind fast da. Ja. Da unten ist er, glaube ich. Oh, aber ich das ist tief. Wir sind bestimmt ganz viel... Hab Angst, da ist tief. Komm, Sula, mal her. Das ist tief. Vielleicht sollten wir denn einen anderen Weg gehen. So. Oder wir springen einfach runter. Alles gut. Oh. Oder wir teleportieren uns. Oder oben ist jemand. Oh. Ein Dungo und Merkant. Ein was? Also ein Dungo und Merkant. Ein Dungo und Merkant. Hallo. Na, was ist denn das hier? Ist irgendwie... Hm. Ich weiß es nicht. Der hat schöne Sachen. Der erzählt mir irgendwas von Spinnen. Das klingt nach einem der Abenteuer. Der hat schöne Sachen. Der erzählt dir was von Spinnen? Oh. Da unten erzählt dir jemand was von Spinnen? Nee, der Händler. Oh, ich glaube, ich spinne. Da unten ist der Mensch, mit dem wir reden sollen. Das ist aber, weiß Gott, eines der größten Spinnenweben, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Das stimmt. Das ist eine sehr, sehr dunkle Höhle. Warum putzt hier keiner? Fang doch gleich mal an. Ich putze dir keinen Zwang an. Aber bist du dir sicher? Sollen wir mal den Herr hier fragen, warum er überhaupt hier steht und auf jemanden wartet? Also, guck mal, was für einen stylischen Hocker der hat. Ich glaube, das ist ein Tisch, oder? Das ist ein Tisch? Ich habe wieder zu viel Zeug. Ich habe auch zu viel Zeug. Ich kotze jetzt Tränke aus. Ja. Ich wollte gerade fragen, wo er sein ganzes Inventar hat. Ja, natürlich hat er keinen Rucksack dabei. Er hat ich habe auch noch einen Bogen dabei. So. Ich will gar nicht wissen, wo der steckt. Wir brauchen unsere Hilfe. Er braucht unsere Hilfe? Wobei... Oh nein, wir sollen zu einem Spinnennest. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Oh nein, wir sollen die Königin töten. Was ist welche Gott. Königin? Ein Abenteuer ruft. Die Frau vom König oder welche Königin? Die von den Spinnen, die Königin. Ach so, ja, das ist okay. Und wir müssen das am besten mit Lava machen. Mit Lava? Oder Feuer, oder... Oder Feuer? Oder Feuer? Ja. Ich habe ganz viel magisches Feuerpulver noch dabei. Warum hast du magisches Pulver? Damit können wir unsere Waffen verzaubern. Pulver. Ja, das haben wir auch. Mein Zeug macht auch Feuer. Bum. Meins hat auch Feuer. Also müssen wir doch erstmal jemanden finden, der das machen kann, weil... Also... Ich glaube, davon ist... Außer der Magier weiß das, was ich irgendwie bezweifle. Wir müssen auf den Berg steigen und dort Lava holen. Auf was für einen Berg denn? Was für einen Berg hast du denn gesehen? Nein, das sagt der Mensch da. Das weiß ich nicht, was das ist. Ich war bei Tötet die Spinnkönigin abgelenkt irgendwie. Ja. Mount Wind. Da nach oben geht's wohl.
Aber Menschen, Tiere und Doktoren, ich glaube, das machen wir in einer der nächsten Folgen. Wir haben alle was im Eimer, schaut auf jeden Fall bei Maxi und Flocke vorbei. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Auf Tschüss. Wiedersehen.